Leute, gerade waren die Windverhältnisse günstig und wir haben locker blockig zu 280 geschafft. Die Kamera war gerade aus, sie hat gerade 5 Sekunden gebraucht anzugehen, deswegen. Mal schauen, ob wir es nochmal schaffen. Ne? Jetzt sind die Windverhältnisse auf jeden Fall besser. Wir haben bergauf und ziehen relativ gut. 160. Gleich geht es bergab. Also leicht bergab. Mal schauen, was wir da packen. Jetzt geht's geradeaus. 177. 178. Jetzt geht's bergauf. Wir verlieren an Fahrt. Wir können es relativ gut halten. Wir haben vorne Verkehr. Jetzt geht es noch ein Stück bergab. Mal schauen, was wir packen. Wir packen nicht mehr viel. Wir müssen in die mittlere Spur. 180, 181, 182. Oh, linke Spur ist frei. Mehr packen wir einfach nicht geradeaus. Nein. Das ist der Topspeed mit Sozius auf der MT-07. Kann sich sehen lassen für 48 PS. Nach den zwei Fahrzeugen muss ich Rennen einstellen. VW Käfer will vorbei. Vermutlich den GTI, ja. Jetzt gibt es auch noch ein kleines Race gegen GTI. Also wir schieben relativ gut, trotz heftigen Gegenwind. Schieben wir relativ gut. Sportlicher Audi im Rückspiegel, wir müssen Platz machen. Dann das Einhalten des Rechtsfahrgebots. Sag der Audi fährt ein Mazda vorbei. Ah ne, Audi ist hinter mir. So, 170. Guck, manchmal, je nachdem wie der Wind steht, seid ihr schneller oder langsamer. Das ist ganz normal für ein Naked Bike und allgemein für Motorräder. Meine Jacke dreht sich relativ auf, weil ich die Lüftung aufnahm, sprich ich sehe auch keine Ahnung. Wenn ich die Lüftung zuhalte mit den Armen, dann... Das ist genau das, wenn man das Rechtsfahrgebot zu sehr einhält, dann wird es nichts. Weil die anderen Leute das Rechtsfahrgebot in der mittleren Spur nicht einhalten. Ne? Kann man nicht viel machen. Deshalb muss man öfter in der mittleren Spur bleiben, ist sicherer für euch. Also wechselt nicht komplett rechts rüber. War eine gute Demonstration. 160. Das ist einfach ein Raw-Autobahn-Radar. Der geht leider nicht zu zweit und auf 48 PS. Ich hoffe es verständlich. Keiner in der linken Spur wird bei dem zu bleiben. Okay, ich habe Kohle mit. Das war's mit Topspeed-Fahren. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Was schafft ihr mit Sozius, mit welchem Bike? Seid bitte realistisch und gebt eine Spanne an von bis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.